wunderschönen guten Morgen zu Tag Nummer 2. Tag Nummer 2. Ich habe fett ausgeschlafen. Auch nicht Frühstück mitgenommen oder so. Ich musste echt meine Batteries wirklich wortwörtlich rechargen. War wichtig und richtig. Ich bin aber jetzt topfit. Ich hole mir jetzt ein paar Getränke fürs Hotelzimmer noch und dann treffe ich mit Wieland. Bis gleich. That's, you know Kevin? The Galson? Oha! Hey, of course! Mr. Cat here! Good owner, how you doing? How are you doing, bro? Where are your cat? Where's the ears? With the ears. I left them at home. Oh, I have to be professional out here. Okay. I wish you a good stream owner. Hey, thank you, Zigalzen, bro. Legende. Le maestro. So, Wieland und ich sind jetzt inzwischen in der Lounge angekommen, in der Arena. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen bei den Aufnahmen hier, wird fleißig 1-5 gezockt, absolutes OG-Game. Wir warten jetzt noch, bis das erste Game losgeht. Es spielt gleich Gamer Legion gegen Monte. Ich denke, es ist ein 50-50-Ding. Monte sah individuell ein bisschen stärker aus. Ich würde sagen, Teamplay war Gamer Legion auf jeden Fall vorne. Ich bin für Gamer Legion, ich sage ein 2-1 für Gamer Legion. Again, I want to highlight the fact that he can just slip into these corners, plays it patient, does his own thing, and just feeds. Written on each and every time, the curse of Rio that loomed over them. Shooting one, all his own teammates, do what he wanted. So, ich bin mal gespannt, ob man mich überhaupt vernünftig hier hören kann. Wie ihr seht, ich bin gerade unten auf dem Floor, hinter mir die fette Arena. Gamer Legion hat 2-0 gewonnen, was mich natürlich sehr freut. Sehr coole Games gewesen. Gamer Legion hat extrem koordiniert gespielt, hat mega Bock gemacht beim Zusehen. Gleich in ungefähr einer Stunde spielen noch Apex gegen Liquid. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, Liquid wird es aber auch 2-0 machen, auch wenn Apex gut aussah. Ich tendiere eher zu Liquid. Oh ja, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. The Gateway for Legends. Its trophy. A maker of kings. Denkt so, wenn da die Leute drum stehen und in der Mitte steht, einfach dieses Ding, was eigentlich den Augenmerk auf sich ziehen soll. Achtet auf Kevin. Kevin hat gesagt, er wollte beim Einlauf stehen. Irgendwo hier muss er sein. War das der? Nee. Ja. Da ist er, Kevin! Da ist er! Genau vorne hat an der ihn, Kante war der. Man hat ihn an den AirPods erkannt. Ja! Come on, let's go! Out of the equation unlocked. Important kill. OC's look shaky in moments with the MVP. So a steady one handles it. Gives her another advantage yet again. Gonna be difficult with the tools they have available. Just an AWP spike and a flash. Could use teammates as another weapon. They will knock on the door. Give it a go. Smoke Herbert down to Molly in. Immediate reaction is nice from Yukinder. He maintains that three man. Orton. Chip it away on that SMG with Nitro. And he gets one. So, wie man es vielleicht im Hintergrund sieht, die Arena ist schon komplett leer. Das letzte Game ist ungefähr
Viertelstunde, 20 Minuten her. Apex hat es geschafft, gegen Liquid zu gewinnen. Und zwar 2-0. War ein crazy Game. Wieder ein weiteres Mal der offizielle Underdog, der abgerissen hat. Wir haben noch fleißig Content gemacht für den lieben Wieland. Und jetzt begeben wir uns ins Hotel zurück, würde ich sagen. Und damit beenden wir Tag 2 und wir sehen uns morgen wieder. Later!